hier beim Kompetenzzentrum Handel. Wir sind hier bei Michas Bahnhof in Berlin. Wir haben hier Modellbahnwaren und neben mir steht der Herr Dümchen, der Geschäftsführer. Und ja, stellen Sie sich doch mal kurz vor, wie viele Mitarbeiter haben Sie, wie lange verkaufen Sie schon? Wie unschwer zu erraten ist, bin ich der Michael Dümchen, deswegen heißt es Michas Bahnhof, da waren wir sehr kreativ. 1988 haben wir den Namen gesucht und nichts gefunden, was uns so besser gefiel. Und deswegen heißt es Michas Bahnhof. Gegründet als Einzelunternehmen, das ist nach wie vor so. Wir sind nach wie vor im Unternehmerhand quasi, keine GmbH oder sonstige Dinge. Und haben angefangen zu handeln mit Modellspielzeug, Schwerpunkt Modellbahn, gebraucht. Das heißt, wir haben die von Kundensammlung gekauft und verkauft. Und relativ schnell dann auch angefangen, die zu verschicken. Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Die ersten 10 Jahre habe ich fast allein gearbeitet, mit studentischen Hilfskräften, weil ich selber noch Student war. Und mittlerweile sind es 8 Mitarbeiter, nicht alle Vollzeit. Da ist auch eine Bürokraft dabei, die die Buchhaltung macht, halbtags und so. Wie machen Sie sich online sichtbar und was bedeutet für Sie das Online-Geschäft? Online sind wir gestartet, weil das Internet die Möglichkeit geboten hat, Online-Auktionen zu machen, was wir auch vorher schon offline hatten. Das heißt, wir sind auf eBay gestartet und sind nach wie vor wesentlich auf eBay unterwegs. Dort haben wir momentan so 7.000 bis 10.000 Artikel und verkaufen da sehr viel drüber. Seit 2 Jahren haben wir als Basis einen eigenen Webshop aufgebaut, der mit eBay verbunden ist, wo wir aber die Akquirierung neuer Kunden hauptsächlich über das eBay-Verkaufssystem machen. Und auch Auktionen, die wir nach wie vor auf eBay schalten, weil Auktionen sind ja quasi erzwungene Verkäufe und werden sehr, sehr viel benutzt von Leuten, die gar nicht kaufen, sondern nur mitbieten. Dann wird es ihnen zu teuer, aber die wiederum, die dann nur mal gucken und mitbieten, haben eine höhere Affinität, wieder auf unseren Shop zu gehen. Also nicht eBay-Shop, sondern auf unseren Webshop vom Geschäft. Wie viel Prozent macht das stationäre und wie viel das Online-Geschäft aus? Das ist so rund halbe halbe. Okay, sehr spannend. Und was bedeutet für Sie Digitalisierung im Allgemeinen? Vorteile, Nachteile? Der große Vorteil ist die Reichweite. Wir haben dadurch, dass wir jetzt seit über 20 Jahren auf eBay verkaufen, sehr, sehr viele Kunden, die die Hauptstadt regelmäßig, aber in längeren Abschnitten besuchen. Also wir haben zum Beispiel aus Japan einen Augenarzt, der kommt alle 3 Jahre zu irgendeiner Tagung nach Berlin und dann kommt er zu uns und kauft. Den würden wir wahrscheinlich nie gefunden haben, wenn der nicht vorher auf eBay mal was gesehen oder gekauft hätte. Das ist der große Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, dass eBay auch Verkäufer hat, die gar keinen Präsenzhandel haben. Und die können, wenn sie auf einer grünen Wiese mit preiswerten Mitarbeitern arbeiten, teilweise günstiger die Prozesse abwickeln als wir. Aber es gibt nicht nur Vorteile. Ja, vielen Dank, Herr Dümchen. Das Thema Reichweite wird uns im Kompetenzzentrum auch beschäftigen in den nächsten Wochen. In unseren Sichtbarkeitswochen möchten wir darstellen, was das Internet für Vorteile in Sachen Reichweite bieten kann und wie man das umsetzen kann. Bis dahin.